Ich stehe hier vor dem Kunstwerk von Nalini Malani. Es ist unser Lieblingskunstwerk, weil sie aus vielen kleinen Elementen ein großes Kunstwerk geschaffen hat. Die Atmosphäre da drin ist wirklich beeindruckend. Das Kunstwerk von Nalini Malani, In Search of Vanished Blood, übersetzt auf der Suche nach verschwundenem Blut, befindet sich im Kellergeschoss der Dokumentarhalle. Angesichts der zunehmend schwierigen politischen Situation der frühen 90er Jahre war sie eine der ersten Künstlerinnen in Indien, die sich vom traditionellen Tafelbild abwandten und vergängliche Wandzeichnungen, Theaterstücke, Schattenspiele oder Videos schufen. Sie entnahm sich Zitate aus dem Gedicht »Das Schattenbild des Rebellen« des Dichters Faiz Ahmed Faiz und bediente sich an Christa Wolfs Cassandra und Rainer Maria Rilkes Roman »Die Aufzeichnungen der Malte Lauritz-Brigge«. Im Zusammenhalt dieser Grundlage entsteht ein Raum aus verschiedenen Projektionen, dessen Bilderwelt komplexe Themen wie das Scheitern zwischenmenschlicher Verständigung und dem Fluch der Sehergabe beinhaltet. Auch der Klang ist passend zu dem Thema ausgewählt und gibt dem Raum eine geheimnisvolle Atmosphäre. Für dieses Kunstwerk muss man sich Zeit nehmen. Ob man nun weiß, was die Hintergrundinformationen sind oder ob man sich selbst etwas interpretieren muss. Es dauert 11 Minuten und es lohnt sich, es mindestens einmal anzuschauen.